Hallo und herzlich willkommen zurück bei den drei Fragezeichen mit dem Alex und mir. Hallo. Ja, beim letzten Mal haben wir Dick Perry am Pier ausfindig gemacht und den wollen wir jetzt mal ansprechen und Ja, ich bin gucken. auch schon total scharf drauf. Ich kann es ja kaum erwarten, Ich Dick Perry weiß. in die Arme zu schließen. Ja, Steffi mag Dick Perry sehr gerne und ich bin halt nur neugierig, was er mit diesem Fall jetzt zu tun hat und deswegen gucken wir uns hier einfach mal um. Ich sehe weder Dick Perry noch den Verkäufer. Guck mal, jetzt ist der Red Dragon durchgestrichen. Jetzt kannst du ihn nämlich nicht mehr bestellen, Ja, den wahrscheinlich hat Dick Cocktail. Perry den gekauft. So, hier gibt's Public Restrooms. Die sehen schon irgendwie so ein bisschen. Ich finde, das Schild sieht so auffällig aus. Gucken wir mal auf die Klos. Hier dürften sich die Schausteller ungestört umziehen. Nein, können wir nicht. Hooray for XXL. Das ist ein Laden für mich. Der Stand für Kleidung in Übergrößen wurde aufgegeben. Ach so, das ist dicht. Aha. Wer einen dieser Flattermänner erwirbt, der bekommt die Montage unentgeltlich zugesichert. Danke, Justus. Danke, Justus. Juhu. Der war nicht schlecht. Wir müssen einen Flattermann kaufen. Können wir was bestellen? Nee. Nee. Ja gut, dann war's das schon wieder. Ja, was kann ich denn hier noch machen? Wer einen dieser Flattermänner. Ja. Also es geht doch nicht um Cocktails. Ich dachte halt, es wären Cocktails, aber es ist anscheinend irgendwas anderes. Als die Route 66 noch komplett zu befahren war, führte sie bis nach Chicago. 2451 Meilen, die das Herz eines jeden Bikers höher schlagen lassen. Ja, das hilft uns aber nicht wirklich weiter. Nee. Kann ich denn da woanders Kannst hier du. hin? Der Mülleimer sah auch gerade so auffällig aus, aber. Den darf ich nicht. Kann ich zum Die Jahrmarkt? Geduld, in solchen Posen Störfaktoren zu ignorieren, erscheint mir etwas fahrlässig. Charlie Chaplin. Der Typ, den hatten wir doch fotografiert, dieser Den hier, Eisenmann. ja. Ja. Brotlose Kunst oder Attraktion? Bei Tante Mathilda und Onkel Titus gehen die Meinungen weit auseinander. Und hier ist auch der Maler. Was ist dieses Lost and Found? Da gibt es wahrscheinlich Fundstücke. Ja, aber vielleicht Verloren gibt's. und Was steht gefunden? denn da unten? Diese Blechdose. Das ist die. Ja, der hat halt einen Hut für Geld und er hat halt eine Blechdose Ja, es liegen. hätte ja Mr. sein können, Chapman hat dass die wir Ruhe da weg. irgendwas nehmen können oder so. Nee, die darf ich leider nicht beklauen. Schade. Können wir hier rein? Nee, können wir Ein Tor nicht. ist gefallen. Ja, entweder das oder. Ja, wahrscheinlich. Ja, Kiel führt gegen Darmstadt. Das ist schön. Ja, können wir vielleicht dem Geld geben? Ein Obolus stimmt immer freundlich. Ich habe dem Geld gegeben. Kann ich das mit Ja. dem auch machen? Ja. Ein Obolus stimmt immer freundlich. Gut, das ist aber nett, dass das geht. Die Frage ist, bringt uns das irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Kannst du von hier aus durch Brotlose diese Tür Kunst gehen? oder Nee, ne? Attraktion? Und ich darf hier nichts Bei Tante anwählen. Mathilda? Ja, ich weiß auch nicht. Ah, Vielleicht hier ins kannst du. Angeln scheint Tradition zu haben. Da ist ein Cola-Automat. Zumindest sieht er so aus. Ich habe gerade gedacht, vielleicht hättest du diesem Eisenmann die Karte von Dick Perry zeigen können. Vielleicht hätte er gewusst, wo er den findet oder so. Meinst du, der Was darf steht da? reden? Do not disturb, okay. Dann versuche das mal. Ich weiß es ja nicht, aber. Oder Charlie Chaplin? Nee. Nee. Ich kann nicht bei Lost and Found reinlegen. Ja, genau. Sind hier noch. Der hat ja auch eine Zeichnung hier, der Tür. Also, Der Stand nein, für Kleidung. das ist ja nur eine Der Puppe, Stand für ne? Kleidung in Übergrößen wurde aufgegeben. Wer einen dieser Flattermänner erwirbt, der bekommt die Montage unentgeltlich zugesichert. Was ist denn das eigentlich, was da verkauft wird? Kann ich mein Geld hier mal? Nee. Schatz. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Flattermänner? Ja. Ja, das war ja dieses Teil, dieses gelbe Teil, was da Ja. aufgeblasen. Pff, das ist ja irgendwie so eine Art Luftballons wahrscheinlich. Wenn du das Ding kaufst, hier sind ja diese Gasbuddels, mit denen du das aufpusten kannst, der kriegt halt einen Cocktail dazu. Nee, Aber kein Cocktail. Wieso Cocktail? die Wer hier. einen dieser Flattermänner erwirbt, der Ach, die bekommt die Montage. Montage unentgeltlich zugesichert. Ach so, ja, das sind einfach Richtig, nur ich hatte am ja. Anfang gedacht, weil das klang so nach Cocktails, aber das sind halt keine, das sind die Namen dieser Flattermänner. Aber Und die was es Red genau Dragons ist. sind ausverkauft. Das heißt, rote gibt's halt nicht mehr. Richtig, und die gab es ja vorher. Vielleicht hat Dick Perry sowas gekauft in Da Rot. hat der vielleicht einen roten Flattermann gekauft, aber ja,
Kannst du noch mal ein Bild zurückgehen, dass man so ein bisschen Gesamtüberblick hat? Vielleicht sieht man irgendwo was Rotes. Also, wie gesagt, ich kann zu dem Eingang hin, ich kann zu den Geschäften hin und ich kann hinten an den Pier. Und mehr habe ich hier noch nicht festgestellt. Am Pier war jetzt gar nichts, ne? Ich gehe da noch mal hin. Tja, ein paar Schatten. Da hängt was. Das erschwert die Kommunikation allerdings erheblich. Achso, wegen Do Not Disturb, ja, okay. Vielleicht kannst du ihnen das Handy zeigen. Deine Fotos oder so. Ich kann die Tatsache... Haben Sie den Mann neben dem Verkäufer gesehen? Ja. Dann versucht es nochmal bei dem Eisenmann. Sofort. Haben Sie den Mann neben dem Verkäufer gesehen? Okay, dann meinst du, weil ich denen schon Geld gegeben habe, ja? Ja. Haben Sie den Mann neben dem Verkäufer gesehen? Offensichtlich besteht kein Gesprächsbedarf. Und vielleicht bei Charlie? Haben Sie den Mann neben dem Verkäufer gesehen? Offensichtlich besteht kein Gesprächsbedarf. Aber soll ich den Maler probieren? Ich glaube nicht, dass das was bringt, weil gerade eben hattest du auch dieses schwarze Silhouettenpärchen angewählt und geantwortet hat der Angler. Ich glaube, man kann wirklich immer nur mit denen interagieren. Kannst du mal einfach dein Handy da an den Stand halten? An den Stand halt hier? Wer einen dieser Flattermänner erwirbt, der bekommt die Montage. Sieh an. Vielleicht redet der Verkäufer mit dir. Als ich das Foto gemacht habe, war der Drache noch nicht ausverkauft. Oh. Aha. Ja, das haben wir ja auch schon festgestellt, Justus. Genau. Wir waren schneller. Ja, und nu? Ja. Vielleicht musst du jetzt jemanden nach diesem Drachen befragen. Oder ich kann jetzt halt irgendwo so einen Drachen sehen. Vielleicht fällt es mir jetzt erst auf. Nö. Nee. Meinst du, soll ich es hier nochmal probieren? Ich weiß nicht. Haben Sie den Mann neben dem Verkäufer gesehen? Also die Angler reden alle nicht mit mir. Aber das hier vorne sind ja keine Angler. Vielleicht... Also die darf ich gar nicht. Nee, ich versuch's doch mal mit dem Maler. Darf ich auch nicht. Nee, ich glaube, alles was schwarz ist, darfst du gar nicht. Jetzt die beiden nochmal. Außer jetzt bei den Anglern, da war es halt... Haben Sie den Mann neben dem Verkäufer gesehen? Offensichtlich besteht kein Gesprächsbedarf. Da muss ich denen einfach noch mehr Geld geben. Ich wollte gerade sagen, gib mir doch noch mal ein bisschen Geld. Ein Obolus stimmt immer freundlich. Ein Obolus stimmt immer freundlich. Ein Obolus stimmt immer freundlich. Vielleicht jetzt? Haben Sie den Mann neben dem Verkäufer gesehen? Offensichtlich besteht kein Gesprächsbedarf. Vielleicht zeige ich dem mal die Detektivkarte, dann denken die, dass ich... Ja. Obwohl, ne? Nee. Kann ich. Ja, weiß ich auch nicht. Was ist denn das Rote da oben? Eine Gondel. Vom Riesenrad. Ja, weil das gerade so auffällig war. Das ist eine Gondel vom Riesenrad. Kann ich das einfach nehmen? Brotlose Kunst, oder? Nee. Mr. Chaplin hat die Ruhe weg. Verloren und gefunden? Kannst du das fotografieren? Das ist das hier? Mhm. Nee. Zurück kannst du ja nicht, ne? Nee, ich muss hier anscheinend noch irgendwas erledigen. Ah, hier dürften sich die Schausteller ungestört umziehen. Kannst du das fotografieren? Nee, will er auch nicht. Oder kannst du dein Kleingeld damit verwenden? Vielleicht geht die Tür nur auf, wenn du Geld einwirfst. Ich weiß es ja nicht. Ich kann mein Geld hier gerade nirgends verwenden. So kannst wirklich. Du dein Handy mit diesem Stand nebendran verwenden? Mit dem XXL-Laden? Nee, daneben. Der links daneben. Der da. Mit dem Pommes? Ja. Hattest du den Pommesstand selber eigentlich angewählt? Darf ich nicht hin. Ein Flatterdrache ist recht auffällig. Ach so, das war das Bild. Ein Flatterdrache ist recht auffällig. Kannst du den fotografieren? Nee, aber vielleicht achtet er jetzt da drauf. Ja, ich weiß nicht. Nee. Vielleicht doch nochmal zu den Anglern. Aber hier kann man echt gar nichts machen, ne? Ja, aber es ist doch komisch, dass dieser Hinweis kommt, dass die Kommunikation schwierig ist und...
Vielleicht muss ich denen die Karte zeigen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Auch nicht. Oder ihnen Geld geben? Das ist auch blöd, ne? Bestechen? Nö. Ich komme gar nicht groß voran hier, ist ja unglaublich. Das erschwert die Kommunikation allerdings erheblich. Was war denn mit dem... Haben Sie den Mann neben dem Verkäufer gesehen? Achso, ich könnte das Handy auch mit dem Schild benutzen. Das war ganz komisch. Was war denn nochmal mit dem Getränkeautomaten? Kannst du da was zu trinken rausholen? Den kann ich gar nicht anwählen. Der reagiert überhaupt nicht. Schade. Ja, finde ich auch. Aber ich kann hier überhaupt nichts anklicken. Kannst du nochmal zurück zu dem Stand gehen und versuchen, dort einen Flattermann zu kaufen? Ein Flatterdrache ist recht Geld auffällig. Drauf verwenden. Ein Flatterdrache ist Ich komme jetzt gar nicht auch mehr näher ran. Ja, dann benutzt mal Geld. Ja, aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal versucht. Er will nicht. Aber dann muss ich den richtigen Punkt erwischen. Oder kannst du nochmal das Schild fotografieren, wo das durchgestrichene Red Dragon ist? Ich weiß es ja auch nicht, aber... Nee. Ein Flatterdrache ist das Witzige ist, ich komme jetzt nicht mehr näher ran. Ist recht auffällig. Also hast du da anscheinend alles erledigt. Ja, es war anscheinend nur wichtig, dass ich halt sehe, dass der Red Dragon halt vorher nicht ausverkauft war. Wie weit kannst du denn jetzt zurück, wenn du auf den Zurück-Button gehst? Ich kann nochmal zurück. Kannst du nochmal? Ach! Oh! Ja, danke. Machst du Foto, tust du Facebook. Entschuldigung, darf ich gar nicht. Der rote Drache. Was mich dort wohl erwartet? Dick Perry? Eine Reinigung. Dem Namen nach chinesisch. Lin Shaolong. Da liegt ein Heft. Nee. Da hängt eine Jacke. Werbegag, den Perry da besorgt hat. Shaolong bedeutet kleiner Drache. Und da ist die alte Dame. Die arbeitet hier drin. Ich glaube, das ist sogar richtig, dass es kleiner Drache bedeutet, weil Fulong bedeutet glücklicher Drache. Schauspielkunst bringe ich mit. Aber welches Outfit? Wir müssen uns erst verkleiden. Bevor wir da reingehen. Dann frag doch mal Charlie Chaplin, ob er dir sein Outfit leiht. Weißt du? Ja, oder der Eisenmann. Mr. Chaplin. Ah. Oder da, ja. Dachte ich eben, oder nicht. Brotlose Kunst oder Attraktion? Hm. Bei Tante ich hätte aber auch gedacht, weil... Gehen die Meinungen weit auseinander. Dass wir hier da was einsammeln können, aber nee. Tja, und bei dem XXL-Laden? Auch nicht. Der Stand für Kleidung in Übergrößen wurde auf... Darf ich auch nichts kaufen dann, nee. Hätte ich jetzt fast gedacht. Hattest du mal diese Jacke angewählt, die vor der Reinigung hing? Ja, aber das wollte er anscheinend auch nicht so. Die hier meinst du, ne? Nee, ja. Die will er nicht. Vielleicht kann ich ja noch was anderes finden. Ich könnte mir vorstellen, mich optisch in diesen Bernie McClory zu verwandeln. Also doch. Jetzt haben wir hier 0 von 7. Ja, wir brauchen diese ganzen Bestandteile. Guck doch nochmal diese Zeit. Kannst du dich nochmal angucken? Yes, darf ich. Okay. Genau, das und den Rest kriegst du halt bei diesen Lost and Found und so weiter und genau, ja. Den Hut und die okay. Hosen und den Stock und so. Okay, das kriegen wir jetzt ja wohl noch hin. Okay. So, pass mal. Ist hier vielleicht auch noch, da hängt die Krawatte. Die Krawatte signalisiert, dass jemand ungestört sein möchte. Tut sie Ach das? So, anscheinend, aber ich dachte, dass ich die einsammeln kann. Ja, mach erstmal den Rest. Aber ich fand die Idee gar nicht schlecht. Ja, ich habe die gar nicht gesehen. So. So. Da. Das ist der Gehstock. Diese. Dann gehe ich da hin. Auch nicht. Der Hut. Der braune Hut, der da liegt. Ohne Gegenleistung wird... Ich darf nichts nehmen von den ganzen Sachen hier. Wie mache ich ihm klar, dass der Hut nicht zu einem Blechmann passt? Mit dem er die Blechdose kriegt. Ohne Gegenleistung wird er mir den Stock nicht überlassen. Dann kriege ich die, ja. Du brauchst und der Charlie Chaplin kriegt als Handstock jetzt eine Zuckerstange. Diese gekrümmte Zuckerstange hat in der Größe etwas von einem Spazierstock. Ja, nimm die doch. Die musst du kaufen, Schatz. Diese gekrümmte Zucker... Aha, okay. Gut. Okay. So ein bisschen hin und her tauschen. Ja. So, jetzt gehst du zu Charlie Chaplin, gibst ihm die Zuckerstange und kriegst dafür den Stock. Genau. Eines kann man nicht bestreiten. Chaplin hat echt Stil. Ja.
Meine Kreation, ich glaube, jetzt musst du ihm nochmal Geld geben. Meinst du? Meine Kreation scheint ihm ja, zu vielleicht. Gefallen. Ein Obolus stimmt immer freundlich. Nee, doch nicht. Verloren und gefunden? Kannst du den Eisenmann einfach mal ansprechen? Wie mache ich ihm klar, dass der Hut nicht zu einem Blechmann passt? Fotografieren? Haben Sie den Mann neben dem Verkäufer gesehen? Okay. Offensichtlich besteht kein Gesprächsbedarf. Also ich denke mal, dass die Blechdose... Also wahrscheinlich muss ich einen Hut für ihn hier finden. Ja. Dann kann ich die Blechdose ihm geben und ich kriege dann diesen Hut. Geh mal zu den Anglern. Vielleicht haben die zufällig irgendwas rausgeangelt, was du brauchen kannst. Da. Der Eimer. Ja. Dann ist der Eimer für den Blechmann und wir kriegen den Hut. Oder so. Dann braucht er gar nicht die Dose. Ja, okay. Verzeihung, Sir. Ich leihe mir den Hut für eine Weile. Ihr Geld habe ich natürlich umgeschüttet. Ja, machen wir einfach, genau. Okay, was fehlt uns denn noch? Wir brauchen jetzt noch die Schuhe. Krawatte ist zum Schluss wahrscheinlich, ja. Eine Perücke vielleicht oder so? Ja. Und die Jacke. Die Jacke ist bestimmt... Nee, die Jacke haben wir ja schon. Also, kannst du... Aber vielleicht für Charlie Chaplin die Perücke oder so? Nee, ne? Meine Kreation. Haben wir hier noch was? Mal kurz gucken, ob hier noch was Neues liegt. Ha. Also die Jacke, das ist doch mit Sicherheit die vom Übergrößenladen. Ah! Der Anzug dürfte mir passen. Ja. Du hast recht. Die Strohpuppe war ja sowieso zu schick. Okay, hast du gut gemacht. Gucken wir hier nochmal. Die Krawatte, warum will er... Die Krawatte signalisiert, du brauchst ein Schild, das du noch das Körbschild. Genau, habe ich auch gerade gedacht. Gut, das ist mir in dem Moment auch eingefallen. Super. Gut, Schatz, wir kriegen das hin. Ja. Kommen wir nicht mehr weg. So, das heißt, ich tausche das gegen die Krawatte. Hing die Krawatte vorher auch schon das da? Das betrachte ich als Leihgabe. Ich glaube nicht, weil... Vorhin, ich habe ja noch gesagt, der Vogel und die Schuhputzmaschine und da ist mir keine Krawatte aufgefallen. Ich glaube, die war am Anfang nicht da. Was brauchen wir denn noch? Schuhe brauchen wir noch und eine Perücke wahrscheinlich. Schuhputzmaschine, stehen da vielleicht Schuhe drin? Nee, eine Warenprobe mit Haargel. Ah. Ach, das Zeug schmiere ich mir erst in die Haare, wenn ich umgezogen bin. Ja, jetzt brauchst du nur noch die Schuhe. Jetzt brauche ich noch Schuhe. Dann benutzt doch die Schuhputzmaschine. Wahrscheinlich reicht es schon, dass du saubere Schuhe hast. Nee, ich muss das Zeug da reinschmieren. Nee, das musst du dir in die Haare schmieren, Schatz. Ja, ich dachte, weil dann wären die Schuhe vielleicht schwarz, weißt du? Nee, aber du brauchst ja eh was für die Haare. Das war ja... Ja, ja. Aber es hat irgendwas mit der Schuhputzmaschine. Jetzt, vielleicht kannst du jetzt mal gucken, ob du nochmal in der Wühlkiste vielleicht ein paar alte Schuhe findest. Ja. Und, ja, ich weiß nicht. Ja. Sind sie auf einmal drin? Ja. Die Schuhe dürften. Oh, Entschuldigung, ich habe ihn das abgebrochen. Aber wahrscheinlich muss ich die erst noch putzen. Gehe ich davon aus. Ich kann es mir vorstellen. Zumindest kann es nicht schaden, wenn du es versuchst. Tada! So entsprechen die Schuhe dem Paar vom Cover. Meine Ausstattung ist komplett. Jetzt brauche ich einen Ort, wo ich mich in Ruhe umziehen kann: die Kabinen. Die Toiletten. Da. Achso, jetzt bin ich im falschen Bild. Nee. Da wollte ich hin. Doch, da muss ich hin. Hier kleide ich mich um. Ah, da. Schade, dass wir ihn jetzt nicht sehen können. Wo lasse ich am besten meine Sachen? In der Wühlkiste. Im Mülleimer? Nee, in dem Lost and Found. Meinst du? Nee, das sind sie ja weg wahrscheinlich. Probier's doch wenigstens. Hab ich doch gerade. Ja, du musst die schon auswählen und dann anklicken. Ach so, sind das deine Sachen? Das lilane. Oh, das violette meine ich. Nein, ich hab's aber sofort korrigiert. Ich habe es sofort korrigiert. Nein, du musst doch das Haargel benutzen, glaube ich, oder? Fällt mir gerade auf. Ich muss doch die Sachen verstecken. Ja, und das Haargel benutzen. Das macht er doch erst zum Schluss, wenn er umgezogen ist. Kannst du es vielleicht da einfach an die Wäscheleine hängen? Bei der Wäscherei? Oder an die Übergröße? Bei die Wäscherei? Oder an die Übergrößenstrohpuppe? Nee, will er nicht. Bei die Wäscherei. Bei die Wäscherei? Oder in dein Motorrad packen, in deinen Rucksack? Das ist eine Idee.
Ja, wer hier ran kann, bestimmt. Schlüssel. Mit Schlüssel aufsparen. Gut, Schatz. Die Folge ist schon wieder rum, aber wir schaffen das nochmal eben schnell. Ja. Tante Mathilda muss zum Glück nicht mit ansehen, wie ich meine Sachen knittere. Die Geräusche sind super. Ja. So, ich gehe noch mal eben zum Laden schon mal hin. Habe ich denn auch die Haare schön? Justus hat die Haare schön. Habe ich denn auch die Haare schön? Wie mache ich denn das? Anwählen. Ja, und wohin? Mit was kombinieren? Oh. Mag das Gel auch notwendig sein? Ach, mein Haar fühlt sich widerlich an. Da kann das Gel vielleicht nicht unbedingt was für. So, wir könnten jetzt hier reingehen, aber ich glaube, das sollten wir uns wirklich für den nächsten Part aufschonen. Das denke ich auch. Ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt der alten Dame gleich vor Augen treten. Vielleicht treffen wir auch Dick Perry in dem Laden, wer weiß das schon. Na toll. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf den nächsten Part und ich hoffe, ihr auch. Ja, ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao. Tschüss.